Der Krieg gegen die Ferengi tobt immer noch. Und wir löschen nach und nach ihre Systeme aus. Dann werden wir auch weitermachen. Ferengi Nah ist ja besetzt. Wir haben eine kleine Flotte liegen zur Sicherheit. Die Romulaner sind das, was mir gerade am meisten Sorgen macht. Truppentransporter geht voran. Erwerb bestätigt. Da geben wir jetzt auch mal ein bisschen Gas, dass wir Tarsus uns einverleiben können. Regulus ist noch nicht besiedelt, Ekos ist noch nicht besiedelt, da müssen wir ran. Alles nicht so einfach momentan. So, die drei gehen schon mal ins Tarsus-System. Da können wir nämlich jetzt auch kolonisieren. Einnehmen. Eine Runde. Bis dahin ist da die Verteidigung so weit runtergeschossen, dass wir die so locker einnehmen. Ackermann-System. Baureihe ist leer. Das wollen wir doch mal sehen hier. Das kriegen wir doch geregelt. So, Energie. Stromerziehungscenter haben wir. Ne, das wollte ich nicht. Ah, Inquisition kann ich nicht mehr bauen. Ansonsten. Was bauen wir? Was bauen wir? Bauen wir sicherheitshalber eine Werft im Ackermann-System? Energie haben wir keine mehr. Wir bauen mal sicherheitshalber eine Werft. Ja, damit haben wir jetzt schon mal genug Energie. Lithium haben wir nämlich noch in Reserve. Hier läuft die Inquisition im Ferengi-Nah-System. Tamar produzieren wir weiterhin Truppentransporter. Ja, das hier kommt der nächste Angriffskreuzer bald. Hier Nausicaa-System läuft das Umerziehungscenter. Danach eine Inquisition, da müssen wir endlich mal ein bisschen Ruhe reinbringen. Wandersystem, ja, das läuft. Caldonia über der Bauhof ausgebaut. Da geben wir jetzt gerade mal ein bisschen Gas. Telka unten. Das ist halt ein Grundsystem, was noch komplett im Aufbau ist. Da ist noch nicht viel auszuholen. Das dauert noch eine Weile, bis das von Nutzen ist. Kaldra, die sind halt immer noch verärgert. 17 Runden haben wir den Bauhof ausgebaut. Das geben wir, da geben wir mal ein bisschen Gas. Das machen wir mal ein bisschen schneller. Misa-System. Da wird der Bauhof ausgebaut. Ja, da ist auch. Misa ist mehr für Forschung gedacht. So, Ackermann-System ist. Baureihe leer? So. Tarsus-System gehört nächste Runde uns. Gut. Alles eingeschaltet. Das sieht soweit gut aus. Jetzt können wir auch in den Schiffsbau investieren. Ich brauche Geld, also werden hier Zerstörer gespammt. Sehr schön! Und Kreuzer 2 ist freigeschaltet. Tarsus gehört uns. Mintaka-System ist jetzt das nächste Ziel. Hier werden wir aber keinen Außenposten bauen. Hier das System muss ich mir mal ansehen. Da schicken wir mal die kleine Flotte hin. Das interessiert mich mal. Wir sammeln hier unsere restlichen Schiffe. Mitteilungen erhalten. Und Befehl.
erschrocken. Der Schrotthändler gibt uns ja wieder einen guten Preis, also weg damit. Was ein lebendes Schiff. Wir ziehen mal die Flotte zurück. Gut, dass ich das gerade gesehen habe. Übersicht. Ja, die Erklärung der Föderation müssen wir uns gleich noch ansehen. Tarsus. Müssen wir mal hin. Überschuss. Nehmen wir mal in Energie. Ja, hier das System ist halt ziemlich runtergebombt. Da gibt es erstmal eine Inquisition. Dann den einfachen Replikator. Eine Windturbine. Dann brauchen wir Maschinenbaugilden. Komm zu! Feuerbereitschaft, sobald es im optimalen. Welches Geschwader so einstürmt? Vermutlich denkt er jetzt darüber nach, ob er sich zurückziehen soll. Ja, er hat darüber nachgedacht und er hat sich zurückgezogen. Sie ziehen sich zurück, genau wie erwartet. Ich will auch keinen lebenden Wurm in meinem Gebiet haben. So, was haben wir denn hier? Sehr schwach ausgebaut. Kaum Verteidigung. Auf geht's! Da warte ich, bis die Truppentransporter da sind und dann greife ich an. Feuerbereitschaft, sobald es im. Er will's aber wissen hier, der Wurm. Er will's aber wissen. Vermutlich denkt er jetzt darüber nach, ob er sich zurückziehen soll. Sie ziehen sich zurück, genau wie erwartet. Süß. Ja, nächste Runde sind die Schiffe da. Dann wird er ein bisschen mal aufgeräumt. So, Tarsus. Ja, brauche ich nicht wegnehmen. Ich habe sogar noch zwei Arbeitskräfte über. Kann ich einmal in Forschung. Das bringt zwar nicht viel Forschung, aber immerhin. Inquisition läuft dann gleich an. Und ansonsten. Renginar, gut, die sind auch noch verärgert. Da gibt es jetzt aber erstmal ein gepflegtes Umerziehungscenter. Ich gönne euch das. Dann gibt es eine Dilithium-Raffinerie. Und dann gibt es mal ein paar Maschinenbaugilden. So, Tamar. Gibt es noch einen Truppentransporter? Sieht ansonsten ganz gut aus. Telka. Ja, da kann ich nichts umschwitzen. Aber das läuft, das läuft. Hier wird der Bauhof ausgebaut. Hier wird Schattenteam ausgebaut, das ist auch okay. Kaldra sieht auch gut aus. Nisa kennen wir ja noch vom letzten Mal. Auch hier wieder Befehl. Bestätige Demontagebefehl. Ich will das Geld. Endlich. So große Kreatur dürfte schwierig. Ja, Sir. Störenfried weniger. Ja, Sir. Wir haben sie. Verstanden. Ich erwarte keinerlei Probleme. Weg ist er. Wir waren siegreich. Scannen die Gegend nach Überlebenden. Nachrichten vom Geheimdienst stehen bereit. Leute sind begeistert, aber das war teuer. Das war richtig teuer. Ach du Alarm, hat das wehgetan.
Nächste Runde sind die Truppentransporter da. Dann fangen wir jetzt schon mal an, das System anzugreifen. Wir haben eine fremde Kultur entdeckt. Das ist alles, was von den Klingonen übrig ist. Ich meine, die haben hier auch noch. Also das ist eine ganz merkwürdige Aufteilung. Momentan. Also da ist einiges ganz gewaltig schief gelaufen. Ach guck mal, hier unten leichter Jäger 2, die haben doch noch Schiffe. Ich lass mal den Truppentransporter hier. Und zieh mal den Zerstörer darunter. Wir haben diplomatische Mitteilungen erhalten. Nachrichten vom Geheimdienst stehen bereit. Wir haben einen Bauhof gebaut. Gut, das wird automatisch besetzt. Das ist gut. Die Flotte bauen wir hier hinten erstmal auf. So, der Angriffskreuzer kommt noch dazu und Befehl System angreifen. Es sieht gar nicht mal schlecht aus, würde ich mal sagen. Und den Truppentransporter ziehen wir nochmal hoch ins Frenginaren-System. Verstanden. Ein Störenfried wie ein Händler. Ja, wer in unser System kommt, der wird halt zerstört. Versucht es nur weiter, meine Freunde. Kardasianisches Gebiet ist nur für Kardasianer lebensfähig. Sehr schön. Morikin von den Ferengis genommen. Wir haben diplomatische Mitteilungen erhalten. Klingonen haben uns den Krieg erklärt. Sind sie nicht süß? Ja, und hier bauen wir einen Außenposten. Bau eines Außenpostens. Gucken wir uns mal den Planeten an. Ja, können wir irgendwas einschalten? Nein. Werden einfach einen Replikator mal sicherheitshalber bauen. Dann gibt es eine schöne Inquisition, einen Ladungssammler, ein Umerziehungscenter. Dann schauen wir mal weiter. Ich bin zufrieden. Ich bin durchaus zufrieden. Ja, das hier, da müssen wir noch kräftig dran arbeiten. Denn hier danach erstmal ein Ladungssammler, eine Meeresfarm. Basics haben wir hier ja noch nicht mal. Oh, automatisch. Die haben sich zurückgezogen. Außenposten errichtet. Wir haben diplomatische Mitteilungen erhalten. Königseinrichtung im Kaltra-System nicht betrieben. Ach, da musste man noch Energie umswitchen. Kamarianer gaben uns gegenüber eine Erklärung ab. Das müssen wir uns gleich mal angucken. Produktion. Ach, wir produzieren da gar keine Energie. Er hat sie nur einfach nicht eingeschaltet. Na, das ist ja mein Ding. Da bauen wir doch mal ein Kraftwerk, sicherheitshalber. Bauen das Zentrum für Wissenschaft aus und die hydroponischen Farmen. Das habe ich ja auch noch nicht erlebt. Achso, die Tamarianer. Uzani am Anfang seines Feldzuges, das Volk vereint. Die stehen voll hinter uns. Und ich sehe das als Anfeuerung. Wir sollen weitermachen. Einfach weitermachen. Hier, guck mal, eine ganze Flotte von denen. Das zeigt mir, wir müssen ein bisschen aufpassen. Leichter Jäger und zwei Waffenkreuzer. Die haben nicht viel, aber sie haben es. Erwerb bestätigt. Wir kaufen erstmal nur einen Waffenkreuzer. Ich muss das System erstmal auf Vordermann bringen. Und ich schicke euch mal ins Mintaka-System. So, drei Runden gibt es das Kolonieschiff, dann den Ladungssammler, Meeresfarm. Obsidianischen Orden bräuchten wir auch dringend. Was haben wir denn? Wir haben hier mehr Informationen. Bauen erstmal den Bauhof danach aus. Übersicht, Systeme. Renginar können wir wieder ein bisschen. Ach nee, da konnten wir gar nicht umswitchen. Wir müssen ja erstmal hier ausbauen. Ich kaufe mal das Umerziehungscenter, das wir da schneller haben. Übersicht, Systeme.
Wandor-System ist leer. Telkar müssen wir umsortieren. Das System ist im Aufbau, sieht ganz gut aus. Wandor ist leer. Bauen wir Schatten-Team aus. Bauhof aus. Wir bauen hier alles einmal aus. Und dann können wir sehen, wie wir neu uns aufstellen. So, ich nehme mal eine Formation. Mit Tarsus müssen wir dann auf jeden Fall mit dem Kolonieschiff als erstes angehen. Ach, dann machen wir auf automatisch. Das war nämlich so eine sichere Sache. Hier sind wir bald auf 6 nächste Runde. Das ist sehr gut. Und ihr geht erstmal ins Tarsus-System. Nee, ihr fangt mal an, im Akama-System auszubauen. Die Schallnot müsste ich mir eigentlich auch mal holen. Aber das ist noch ein bisschen zu früh. Sind die jetzt wieder unabhängig? Die sind ja aber so weit runter. Da schicke ich doch mal... Nee, nicht da unten lang. Hier die Kriegsschiffe hier in das System. Die Truppentransporter hinterher. Ihr geht auf Meiden. Waffen bestätigt. Ich hoffe, sie geben nicht vorher auf. Wo schlagen? Wir haben's. Ha, zu einfach. So nämlich. Das war es schon. Äußerst bedauerlich. Gefechtsbereitschaft beenden. Genau. Umlana eine Eskorte und wir haben eine Eskorte in Außenposten. Die feindlichen Schiffe haben sich zurückgezogen. Umlana halt. Oh, Ferengina, 46 Millionen. So, wir gehen jetzt hier auf Antrieb 5. Polaris. Ist ja fast gar nichts auf dem System. Der obsidianische Orden kann einige Söldner einsetzen, um wissenschaftliche Aktivitäten der Ferengi zu stören. Welche? Ach, das eigentlich ist es bei denen ja auch schon egal. Sehr schön. Wir haben diplomatische Mitteilungen erhalten. Polaris gehört auch uns. Ach, ein Schild. Mit dem brauchen wir nicht einschalten. Was wir hier bauen können, ist ein Replikator, den kaufen wir. Erwerb bestätigt. Windturbine. Dann Subraumscanner. Und dann gibt es ein Umerziehungscenter. Ah, die Mintakana. Die haben sich echt unabhängig erklärt. Das werden wir nochmal lassen. Ich habe nämlich nicht genug Truppentransporter. Ich muss erstmal hier einen Außenposten bauen. Bau eines Außenpostens. Ja, Bauhof ausbauen dauert hier unten so lang. 23 Runden noch im Tamar-System. Eieieiei. Ich kann hier aber auch nichts groß hin und her switchen, da müssen wir durch. Bestätige Demontagebefehl. Bestätige Demontagebefehl. Das hier System, da läuft auch Bauhof ausbauen. Das kann ich mir leisten. Erwerb bestätigt. Oh, Gott sei Dank. Da können wir ein bisschen mehr Information. Die zwei können wir ausbauen. Und dann brauche ich den obsidianischen Orden. Wir werden bei Geheimdienst. Die Ferengi sind so schwach, da brauchen wir nichts mehr. Das muss komplett Sabotage gegen die Romulaner. Und gezielt aufs Militär. Nachrichten vom Geheimdienst stehen bereit.
Telka wurde angegriffen. Die dämliche Föderation. Das ist ja ein Unding. Einfach so. Einfach so. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Brauchen wir ein Orbitalgeschütz da unten. Bestätige Demontagebefehl. Ja, ich brauche mehr Zerstörer. Also wegen Geld. Sieht's hier bei euch aus? Zentrum für Wissenschaft. Ist jetzt nicht wirklich wichtig, dass ich das ausbaue, aber ey, man weiß ja nie. Gut, hier wird ein Außenposten gebaut, das ist gut. Krios. Wisst ihr was? Das pegen wir einfach mal. Angriff bestätigt. Außenposten errichtet. Nachrichten vom Geheimdienst stehen bereit. Was gibt's denn? Bericht. Wir haben enttäuschende Nachrichten vom Geheimdienst. Einige Schemel. Ja, gut. Dadurch sind sie zurückgeworfen worden. Das kennen wir ja schon. Übersicht. Systeme. MISA-System. Immer noch leer. Können wir da inzwischen irgendwas Interessantes bauen? Ich belasse das ehrlich gesagt mal bei Handelsgüter. Und steck die zwei noch in Forschung. Ja, ich habe mich verklickt. Ich habe mich verklickt. Da wollte ich gar nicht hin. Hier. Weil ich habe ja noch Nausicaa. Da haben wir unendlich Arbeitskräfte über. Das heißt, wir bauen nochmal 3 Bauhöfe. Hier mal Wissenschaft. 2x Wissenschaft. Eine Delithium-Raffinerie. Da bauen wir die Bauhöfe mal aus. Oh, nee. Nee. Bauen 4x Wissenschaft, 3 Bauhöfe. Da wären wir bei 7, 2, 4, 6, 8, 9. Dann gibt es noch 2x Bauhöfe. Dann bauen wir die Bauhöfe erst aus. Nausicaa muss jetzt erstmal ausgebaut werden. Das hier läuft. MISA hatten wir uns ja schon angesehen. Vandor. Das läuft auch. Telka gibt es jetzt das Orbitalgeschütz. Mal ein bisschen Information bauen. Wir gewinnen. Hier sind wir am Ausbau im Ferengina-System. Nach den 5 Klasse 4 Maschinenbaugilden gibt es auch nochmal eine Inquisition. Ihr seid immer noch so ein bisschen aufgeregt, ne? Ja, hier müssen wir endlich mal das Terraforming einleiten. Ja, dass die ihre Systeme so beschissen ausgebaut haben, das wundert mich. 21 Runden. Ich kann aber keinen mehr abziehen. Kann ich jetzt einen abziehen? Energie? 11 müsste ich noch freimachen. Wir schalten mal die Werft ab. Da können wir nämlich einen nochmal in Produktion stecken. Das bringt wenigstens Mühe mehr Zeit. Oder das macht das einen Tick schneller. Einen Tick schneller. So, haben wir noch einen Truppentransporter. Ja, das System, das fegen wir einfach von der Oberfläche. Schattenteam, obsidianischer Orden wird hier ausgebaut. Dann bauen wir Kraftwerk aus und bauen noch die Phoenix-Einrichtung. Unsere Streitkräfte haben den Feind besiegt. So will ich das hören. Oh.
Weil wie viel hier noch offen ist. Das ist halt kurios. Hier läuft die Inquisition. Ich brauche hier oben auch einen Subraumscanner. Unsere Streitkräfte haben den Feind besiegt. Terraforming abgeschlossen. Zerstörer auf Ackermar gebaut. Gut, das Schiff haben wir besiegt. Wir werden die zwei wieder verschrotten. Bestätige Demontagebefehl. Befehl. Wählen Sie einen Planeten für das Terraformen. Ich bin zu oberflächlich momentan. Ich achte nicht genug auf die Details. Obsidianischer Orden können wir kaufen. 98 Credits. Nächste Runde können wir den Obsidianischen Orden kaufen. Was sehr gut ist. Ich könnte jetzt schon wieder zu Typ 5 auf. Aber ich brauche erst nochmal ein Kolonieschiff danach. Gut, da ich ein bisschen... Ich merke, die Konzentration hat nachgelassen. Und daher würde ich sagen, ich kümmere mich in der nächsten Folge weiter um das Kalasianische Reich. Die Union muss ein wenig auf mich warten. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wundervollen Tag, je nachdem, wann ihr das seht, ne? Haut rein.